Wenn es keine Spieltelematika geben, dann wird es wahrscheinlich keine Events mehr geben. Dann wird es einfach, so wie das Ganze da, wird dann einfach nicht existieren. Es wird nicht funktionieren. Dann würden 500 Fahrradfahrer zum Spaß und die Wette fahren, aber zum Schluss weiß keiner, wer dann der Erste war, wer der Beste war. Auf der einen Seite ist es der Aufbau der Netzwerktechnik, der Zeitmesssysteme, und auf der anderen Seite sitzen Leute hinterm Computer, machen die Auswertung, kontrollieren, ob alles richtig abläuft. Das ist ein breit gefächertes Spektrum, aber das macht es ja umso interessanter. Sportthematiker sind im Hintergrund und dienen dazu, dass der Sport im Vordergrund eben mit IT-Prozessen abgewickelt werden kann. Wenn die fehlen, ja, dann gibt es keine Live-Ergebnisse, dann gibt es keine Inserts im Fernsehen, dann gibt es auch keine Unterhaltung, weil der Moderator ja auch angewiesen ist. Der liest ja von einem Bildschirm herunter, was gerade auf der Strecke, im Ziel, beim Start oder wo auch immer, irgendwo, wo man nicht hinsieht, passiert. Das Lustigste war mal beim Geolauf, da ist die Zeitmessstation, ich glaube, erst eine Minute vor Start hat da richtig funktioniert. Da haben wir einfach versucht, die zu synchronisieren, die Zeitmessstationen, und das hat irgendwie nicht funktioniert und ein Team ist halt auch noch zu spät gekommen zu seinem Ort. Go! Man muss dann schon zig Veranstaltungen haben, damit man weiß, was alles passieren kann. Und es passiert alles, von Computerabstürzen, von Stromausfällen, von Teilnehmern, die in der falschen Richtung durch das Ziel fahren, ist alles schon vorgekommen, alles.